Am nächsten Mal weiter. Sie können das, das ist ja alles, geht immer weiter. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, zur Wahl der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof legen die Fraktionen zur Wahl der 6 nichtrichterlichen Mitglieder Listen vor. In jeder Liste müssen die Namen und Anschriften von mindestens 10 wählbaren Personen verzeichnet sein. Nach § 3 Absatz 1 des Staatsgerichtshofsgesetzes kann als Mitglied zum Staatsgerichtshof nur gewählt werden, wer das 35. Lebensjahr vollendet hat, zum Landtag wählbar ist und sich für den Fall seiner Wahl schriftlich bereit erklärt hat, das Amt anzunehmen. Nach den Bestimmungen des Landtagswahlgesetzes ist zum Landtag wählbar, wer mindestens während der letzten 3 Monate vor dem Wahltag seinen Wohnsitz in Hessen hat, wobei bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechtes der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz gilt. Die Mitglieder, die aus jeder Liste zu entnehmen sind, werden in entsprechender Anwendung des § 5 Absatz 4 Staatsgerichtshofsgesetz gewählt. Sie sind in der Reihenfolge gewählt, in der ihre Namen in den Listen verzeichnet sind. Die übrigen in den Listen verzeichneten Personen werden zu stellvertretenden Mitgliedern in der Reihenfolge der Listen. Es liegen Ihnen hierzu die Wahlvorschläge der Fraktionen Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-303, der SPD, Drucksache 20-304, der CDU, Drucksache 20-305 und der AfD, Drucksache 20-306 vor. Nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof ist diese Wahl geheim. Zur Durchführung der Wahl sind Wahlhelfer erforderlich. Insoweit darf ich die Wahlhelfer, Frau Abg. Astrid Wallmann, CDU, Herr Abg. Eckert, SPD, Frau Abg. Eisenhardt, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Abg. Walter Wissenbach, AfD, Frau Abg. Marion Schardt-Sauer, aber da müsste Sie jemand vertreten, FDP, und Frau Elisabeth Kuhler, DIE LINKE, zunächst zum Ausgabetisch, der rechts von mir steht, zu kommen, um sich dann von dem Frau Knell macht das, das ist ja schön, um sich dann von dem ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahlurnen zu überzeugen. Und wahrscheinlich bekomme ich gleich ein Signal, ob Beanstandungen oder keine Beanstandungen erhoben werden. Gibt es Beanstandungen oder nicht? Ist der ordnungsgemäße Zustand festgestellt? Ist in Ordnung, Herr Seibert, gib mir das Signal, dass keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben werden. Dann kommen wir zur Wahlhandlung nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich durch die freundlichen Schriftführer hier erfolgen wird, erhielt jeder von Ihnen ein bisschen mehr Ruhe, bräuchten wir vielleicht für die Wahlhandlung, auch hinter der Wand. Erhielt jeder von Ihnen, von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, einen Stimmzettel. Der Ausgabetisch befindet sich von mir aus gesehen rechts. Und von dort aus gesehen gehen Sie dann zur Wahlhandlung hinter die Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise darauf hin, und das ist jetzt sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichnungen oder Bemerkungen enthalten darf. Sonst ist dieser Stimmzettel ungültig. Ich darf Sie bitten, diesen Stimmzettel dann zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich auf dem Stenografenplatz hier vorne befinden. Und bevor die Schriftführerinnen und Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Und nun darf ich bitten, mit dem Namensabruf der Abgeordneten zu beginnen. Bitte schön, wer von Ihnen fängt an? Herr Utter. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth,
Alexander Bauer. Frank Thilo Becher. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl-Hermann Bolldorf. Volker Buffin. Silvia Brünel. Dr. Matthias Büger. Thailan Boku. Ines Klaus. Miriam Dahlke. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Frank Diefenbach. Angela Dorn. Tobias Eckert. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Kaaf, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach. Dr. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann,
Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hoffmann, Markus Hoffmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Björn Kaffenberger, Rolf Kant, Norbert Kartmann, entschuldigt, Heiko Kassigert, Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller,
nicht auf. Müller, Karin. Schau. Naja. Karin Müller, Kassel. Regine Müller, Schwalmstadt. Stefan Müller, Heidenroth. Petra Müller, Klepper. Dr. Stefan Naas. Claudia Papst-Dippel. Manfred Penz. Moritz Bromny. Janke Pürsün. Lucia Puttrich. Dr. Dr. Rainer Rahn. Claudia Ravensburg. Michael Reul. Boris Rhein. Volker Richter. René Rock. Günther Rudolf. Michael Ruhl. Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sömetz, Frank Steinratz.
Ja, okay. Genau, ganz genau. Okay, nehmen wir das an. Aber er hat ja besonders im Vorfeld einen Präsident und Stellvertreter, müssen diese sozusagen staatliche Vereinigung nicht das Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismael Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utte, Joachim Pfeilmann, Bernd Erich Pohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. So, ich darf dann fragen, ob alle Stimmzettel abgegeben worden sind. Hatte jeder die Möglichkeit,
zu wählen? Oder ist noch jemand da, der seine Stimme nicht abgeben konnte? Ich höre, es konnte eine Stimme nicht abgegeben werden, aber der Kollege ist nicht auffindbar. Ist in Ordnung. Ja, das ist dann so. Dann müssen wir irgendwann hier dann auch schließen. Ah, okay. Kurz vor Toresschluss. Nein, ist noch nicht geschlossen. Nein, ist noch nicht geschlossen. So, ich glaube aber, jetzt ist es gleich soweit. Jetzt hat jeder seinen Stimmzettel abgeben können. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen.
Ich könnte Ihnen natürlich zwischendurch noch einmal ans Herz legen, die Ausstellung heute Abend Kunst aus Hessen und Kunst in Hessen. Ich will Ihnen vielleicht mal nur als Geschmack kommt eine Künstlerin aus Bensheim, ein Künstler aus Neuberg, Künstlerin aus Rödermark, Künstler aus Reichelsheim, eine Künstlerin aus Ronneburg, Künstlerin aus Österreich-Winkel, eine Künstlerin aus Flörsheim, eine Künstlerin aus Schwalbach. Also, das ist eine interessante Sache. Ich kann Ihnen nur sagen, heute Abend eine schöne Veranstaltung hier. Um 18.30 Uhr treffen die Gäste ein, um 19.30 Uhr würde dann die Begrüßung sein. Und ja, Ende der Veranstaltung soll um 22 Uhr sein. Wie gesagt, Sie sind alle herzlich eingeladen. Es steht hier auch anschließend Stehempfang mit Buffet und Getränken in der Eingangshalle. Ja, ein bisschen mehr Luft wäre gut. Aber so ist das. Also, ich habe versucht, den Übergang zu gestalten. Aber es kommt bald ein Ergebnis.